Moin Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf unserem Kanal. Heute mal auf dem Boden, nicht mehr auf diesem Kontrolltisch, weil das Paket zu groß ist. Ihr seht gerade hier mein Bein. Also es ist eine LG Gartenbahn-Lok von LGB. Es ist die GE662 in grün, Squall, also ist irgendein Ort in der Schweiz. Fragt mich bitte nicht, warum ich das dazu sagen muss. Aber ja, wird schon seinen Grund haben. Das Fahrvideo zu dieser Gartenbahn-Lok. Wir haben gerade keine Gartenbahn aufgebaut im Garten. Also wird das eher sowas wie eine ganz kurze aufgebaute Strecke, so einfach nur für dieses eine Video. Und ja. Und wir haben wieder regelrechte viel Müll da drin. Wenn ihr etwas bestellt, mögt ihr das da bestimmt nicht. Die verteilen sich dann überall hier auf dem Boden und ja, da müssen wir wieder heute sehr vorsichtig sein. Und da vorne seht ihr auch schon das dritte Päckchen. Gottes Willen. Ja. Nein, nein, nein. Schon ein Teil. Schon das zweite Teil. Ja. 3, 4 Ding. Oh Gottes Willen. Alles rein. So, jetzt haben wir das schon mal aufrecht. Nichts mehr ist auf dem Boden. Das ist schon mal gut. So. So, warte. Da ist sie. Ist schwer. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ist die Artikelnummer. Lautet 22062. Wer sich diese Lok holen möchte, kann das gerne unter dieser Artikel nochmal googeln. Da findet ihr sie. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie die Lok aus der Verpackung kriegen. Ist schon mal ein Anfang. Hier schon mal die Betriebsanleitung. Die Lok ist in grün, die haben wir schon in rot. Da oben stehen auf unserem Regal. Die müssen wir noch morgen oder übermorgen auf Krampf aufbauen, die Anlage oben. Und noch anmelden auf Krampf. Ganz schnell. Das wo ich auch ein Fahrvideo zeigen könnt. Es würde uns auch immer sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen könnt. Einfach am Ende des Videos. Und ja,
Kommt dann einfach sowas eingeblendet. Ja, dann noch diese kleinen Teile, man kennt's. Nähen, neue Kupplung. Und das, da habe ich auch schon bei der Dampflok, die wir mal ausgepackt haben, habe ich nicht verstanden, was das ist. Also ich weiß schon, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. So. Hier ist das schöne Teil. Hier steht sogar noch LGB drauf. So, sieht es gut? Ja. Ich hoffe, das ist oben. Wenn nicht... Ja. Nice. Hier ist nichts mehr drin. Ist ja noch Styropor, was wir nicht haben wollen hier, hallo? So. Wie gehe ich jetzt hier? Vielleicht kann ich die auch noch... Also ihr seht die Lok näher dann beim Fahrvideo. Das verlinke ich euch dann, wenn es draußen ist. Hier steht dann nochmal Scroll. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Na, ich kann sie ja mal rausheben. Wir brauchen die ja eh morgen zum Anmelden. Die hat halt so wie die rote. Ich glaube, die habe ich auch schon mal angemeldet. Gezeigt in einem Video. Ja. Ihr habt jetzt vielleicht meinen Kopf gesehen. Da ist sie. Vielleicht kriege ich die hoch. Ja, mehr kann ich jetzt aber auch nicht dazu zeigen, sonst könnte ich die Lok kaputt machen. Ne? Aber wenn ihr mehr von dieser Lok hier sehen wollt, also Details, dies, das, könnt ihr auch gerne dann noch unser Fahrvideo zu dieser Lok anschauen. Weil ich will die jetzt auch nicht gleich wieder kaputt machen, irgendwie, dass ich da hier in die Kamera krieg. Okay, das war's schon wieder mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim Fahrvideo.